klar, es ist freitagsabends, kalt, Flutlicht, ist ein schwieriges Spiel gewesen für uns. Für erste Halbzeit haben wir ein bisschen Glück, dass wir dann 0-0 in die Halbzeit gehen. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit haben wir den Hebel umgelegt und haben meiner Meinung nach verdient gewonnen. War vielleicht auch ein bisschen Glück dabei, aber war so Kategorie Arbeitssieg. Aber die Dinger musst du gewinnen und jetzt können wir uns morgen auf die Couch legen und schön Bundesliga gucken. War nicht einfach, schweres Spiel, glaube ich. Viel Zweikampfen und nicht das beste Fußball, aber ja, wir wissen auch vorher, dass das nicht ein einfaches Spiel wäre und dann haben wir das gut gemacht. Ich glaube, am Anfang hat Baut einen guten Lauf gehabt, hat viel getroffen, jetzt bin ich dran. Wir tun das, wofür wir Stürmer geworden sind, zu treffen und versuchen viel für die Mannschaft zu arbeiten. Und dass mir dann das 1-0 gelingt, klar, es ist auch ein bisschen glücklich, weil ich auch in dem Moment da stehe, aber geht um den mannschaftlichen Erfolg und ich glaube, da fahren wir gerade ganz gut mit, dass wir alle auf dem Platz Gas geben und letztendlich, wer dann die Tore schießt, ist eigentlich egal. Nur ist wichtig das Ergebnis und heute wir holen 3 Punkte. Das ist ein toller Sieg, weil vielleicht das war nicht ein gutes Spiel, aber wir haben hart gekämpft. Wir sind in der Linie wie das Spiel gegen Frankfurt. Wir haben alles gemacht, alles als Team gearbeitet und heute haben wir die 3 Punkte so und keine Tor kassiert und das ist wichtig. Ich glaube, wir müssen ganz entspannt weitermachen, uns fokussieren auf jedes Spiel, so wie wir jetzt gemacht haben. Und von dem her denke ich, wir haben noch 2 Spiele vor uns und wir versuchen natürlich das Maximum rauszuholen. Wir werden sehen, Spiel pro Spiel, wie wir jetzt in die Winterpause gehen. Ich denke, dass es wichtig ist, dass wir auch solche Spiele mitnehmen, die jetzt nicht wunderschön sind. Aber dafür hat er kämpft und dreckig und deswegen nehmen wir auch diese 3 Punkte gerne mit. Wenn wir in 4 Spielen 10 Punkte bekommen, das machen wir einfach super und müssen nur so weitergehen.